In der zaubernden Welt von Harry Potter gibt es viele Zaubersprüche und Flüche, die äußerst effektiv sind. Es gibt aber auch eine Form der Magie, die nicht so bekannt ist und wahrscheinlich eine der effektivsten Praktiken darstellt. Die uralte Magie. Also frage ich mich, warum wird in Harry Potter keine uralte Magie verwendet? Das und mehr besprechen wir jetzt in diesem Video. Heute diskutieren wir die uralte Magie und das Thema des Opferschutzes in der Zaubererwelt von Harry Potter und die möglichen Gründe, warum dieser Gegenzauber offenbar nicht häufiger gegen tödliche Zauber wie Avada Kedavra eingesetzt wird. Der Opferschutz ist eine uralte Form mächtiger Magie, die oft als Gegenzauber bezeichnet wird. Eine Bezeichnung, die ehrlich gesagt weniger mächtig klingt, als sie tatsächlich ist. Diese spezielle Magieform, so selten wie alt, scheint Hexen und Zauberern zu helfen, wenn sie bereit sind, ihr Leben im Austausch für das eines geliebten Menschen zu opfern. Kurz gesagt, wenn eine Hexe oder ein Zauberer sich entscheidet, ihr oder sein Leben zu opfern, um das eines geliebten Menschen zu retten, entfaltet der Zauber seine Wirkung. Er schützt zunächst den geliebten Menschen vor unmittelbarem Schaden und bildet dann eine unglaublich starke und langanhaltende, schützende Aura. Da der Akt des Todes, um ein anderes Leben zu retten, von vielen als das ultimative Opfer angesehen wird, ist es nicht überraschend, dass dieser spezielle Zauber in einigen Kreisen der zaubernden Welt als der ultimative Schutz bekannt ist. Ein Zauber, der uns allen aus den Geschichten vertraut ist. Diese Vertrautheit kommt natürlich daher, dass, wie viele von euch sich sicherlich erinnern werden, der Opferschutz gegen Zauber der Zauber ist, der das Leben des jungen Harry Potter gerettet hat. Tatsächlich war dies der einzige Grund, warum er Voldemorts tödlichen Fluch überleben konnte, als der Junge, der überlebte. Ein einjähriges Kind entkam Harry dem Avada Kedavra-Fluch vor allem dank seiner Mutter Lily Potter, die bereit war, ihr eigenes Leben zu opfern, um ihren Sohn zu schützen, und zwar genau mit diesem Gegenzauber. Dies geschah in der kalten und dunklen Nacht des 31. Oktober 1981 im Haus der Potters in Godric's Hollow. Voldemort jagte Harry, den er als den Jungen betrachtete, von dem seine Prophezeiung sprach. Obwohl Voldemort der mächtigste dunkle Zauberer seiner Zeit war, konnte er nicht ahnen, wie verhängnisvoll sein Versuch, ein unschuldiges Kind zu töten, sein würde. Die Potters hatten den Fidelius-Zauber beschworen, um ihren Aufenthaltsort vor Voldemort zu verbergen. Tragischerweise verriet der Geheimniswahrer und vermeintliche Freund der Potters, Peter Pettigrew, Voldemort ihre Position. Der dunkle Lord drang in ihr Haus ein und tötete zuerst James. In ihrer Verzweiflung, ihre Familie zu schützen, stellte sich Lily zwischen Voldemort und ihren Sohn. Doch Voldemort tötete James leicht mit dem Tötungsfluch und wischte ihn wie ein Insekt weg. Dann stand Voldemort Lily Potter gegenüber. Sie war das einzige Hindernis zwischen dem dunklen Lord und seinem Ziel. Voldemort befahl ihr, zur Seite zu gehen, was sie natürlich nicht tat. Was dann geschah, übertraf alle Erwartungen. Trotz Lillys Weigerung, sich zur Seite zu bewegen, sprach Voldemort seinen Avada Kedavra-Fluch aus, wie er es schon so oft davor getan hatte, und tötete unzählige mächtige Hexen und Zauberer. Nur Minuten zuvor hatte er James Potter damit getötet. Dieses Mal jedoch warf sich Lily verzweifelt vor Harry, um ihn zu schützen, und sie tat es tatsächlich. Indem sie sich zwischen ihr Kind und den Avada Kedavra-Fluch warf, rief sie die uralte Magie des Opferschutz-Gegenzaubers herbei. Dieser reflektierte den tödlichen Fluch auf Voldemort zurück und verbannte ihn für den Großteil der nächsten 10 Jahre. Aber wie konnte das passieren? Und warum erzeugte James ähnliche Handlungen nicht die gleiche uralte Magie? Er hatte auch versucht, seine Lieben zu schützen, indem er sich zwischen Voldemort und seine Familie stellte. Warum wurde er dann sofort getötet, ohne dass der Opferschutz gegen Zauber wirksam wurde, während Lillys Handlung zwar zu ihrem Tod führte, aber auch Voldemort einen der mächtigsten Zauberer aller Zeiten zu Fall brachte und ihren Sohn unversehrt ließ? Und wenn eine Möglichkeit existiert, einen geliebten Menschen zu retten, indem man sein eigenes Leben opfert, warum nutzen nicht mehr Hexen und Zauberer diesen Schutzzauber? Wäre es nicht eigentlich naheliegend, dass in solch einer Situation fast jeder Elternteil den Tod wählen würde, um das Leben seines Kindes zu retten? Besonders weil diese Magie eine so starke und langanhaltende Wirkung zu haben scheint. Nun, wie bereits im Video erwähnt, hat nicht eine Person die Macht, den Opferschutzzauber zu aktivieren und zu wirken. Stattdessen scheint diese uralte Magie zu wirken, wenn ein Opfer in einer solchen Extremsituation erkannt wird. Aber das erklärt immer noch nicht, warum so viele dunkle Hexen und Zauberer wie Voldemort unzählige Leben beenden konnten, ohne dass der Opferschutzzauber gegen wirksam wurde. Es gab zweifellos viele Fälle, in denen Hexen und Zauberer bereit waren, ein Leben im Austausch für das eines geliebten Menschen zu opfern.
Vielleicht war es jedoch Lillys bewusste Entscheidung, nicht beiseite zu treten vor Voldemort und nicht zur Seite zu gehen, die diese spezielle Form der uralten Magie auslöste. Ob Voldemort sie war, zur Seite zu treten, weil Severus Snape ihr Leben verzweifelt verschonen wollte, das der Dunkle Lord, naja, versprochen hatte, oder weil Voldemort einfach nur Harry so schnell wie möglich beseitigen wollte, ist nicht vollständig klar. Was jedoch klar ist, ist, dass Lily die Wahl hatte, zur Seite zu gehen, und dass dies zu der speziellen Art von uralter Magie führte, die sie beschützte, beziehungsweise das Kind, das sie nicht beiseite gehen wollte. Sie hätte versuchen können zu fliehen oder sich zu verteidigen, aber stattdessen entschied sie sich zu bleiben und zu sterben. Sie wehrte sich nicht mal. Nicht fliehen oder sich zu retten, sondern genau das Gegenteil tun, sich dem Todesfluch stellen, um ihr Leben zu opfern und ihren Sohn zu schützen. Selbst wenn sie glaubte, dass er bald ebenfalls sterben würde. Ihre Entscheidung zu bleiben und zu sterben, obwohl sie wusste, dass es vielleicht nicht helfen würde, war genau das, was den Unterschied ausmachte. Jetzt verstehen wir auch besser, warum der Opferschutz gegen Zauber nicht häufiger angewendet wird. Dennoch stellt sich folgende Frage. In Situationen, in denen ein Familienmitglied die Wahl hat, einen geliebten Menschen zu retten, anstatt selbst zu versuchen, einer tödlichen Situation zu entkommen, warum hören wir nicht öfter von dieser Art von Magie in der Welt der Zauberer? Wie bereits erwähnt, könnte dies daran liegen, dass diese alte Form der Magie, obwohl unglaublich mächtig, in der modernen magischen Welt relativ unbekannt ist. Im Feuerkelch erklärt Dumbledore sogar, dass selbst Voldemort die Macht dieser Magie unterschätzt hat. Du wurdest durch eine uralte Magie geschützt, die er kennt, die er verachtet und die er daher immer unterschätzt hat, zu seinem Schaden. Ich spreche natürlich von der Tatsache, dass deine Mutter gestorben ist, um dich zu retten. Sie gab dir einen bleibenden Schutz, den er nie erwartet hat, einen Schutz, der bis heute in deinen Adern fließt. Selbst Voldemort drückte aus, dass er diese Art von uralter Magie vergessen hatte. Und er war ein Zauberer, der fast alles versuchte, wenn es um mächtige Zaubersprüche ging, sei es dunkel oder nicht. Wenn selbst der Dunkle Lord nur wenig über den Opferschutz gegen Zauber wusste, ist es nur logisch anzunehmen, dass die Mehrheit der zaubernden Welt entweder nichts oder sehr wenig darüber weiß. Und so ist es natürlich auch mit der gesamten uralten Magie. Zusätzlich wurde diese Art der uralten Magie als ziemlich unberechenbar beschrieben. J.K. Rowling selbst hat zugegeben, dass die Wirkung des Opferschutzzaubers keine wirkliche, zufriedenstellende Lösung bietet für alles Mögliche. Sie hat zugegeben, dass es keine exakte Wissenschaft ist und es scheint, als ob diese Art von Magie stark von den Absichten der Hexen und Zauberer abhängt, die den Gegenzauber aussprechen. Und so ist es natürlich auch mit den anderen Arten von uralter Magie. Die sind nicht sehr berechenbar und keine exakte Wissenschaft. Bei Avada Kedavra weißt du, was passiert, wenn du ihn aussprichst und wenn du ihn richtig aussprechen willst. Bei der uralten Magie allerdings weißt du nicht unbedingt, was bei den Sachen passiert und die Leute haben keine Ahnung, dass sie existiert. Von daher wird sie auch deswegen nicht angewendet. Und das war es auch wieder mit diesem Video über uralte Magie und den Gegenschutzzauber. Wie findest du diese Theorie? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast zu diesem Thema oder auch anderen Harry Potter Themen, schreib sie mir auch gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.